Ich glaube, im Groben und Ganzen war es das. Dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr, als den heutigen ersten Speaker anzukündigen. Das ist der Manuel Marsch. Und der Manuel wird uns erzählen, was man heute als State-of-the-Art Product Manager braucht. Manuel, vielen Dank. Ja, danke Jan. Danke für deine amazing Anmoderation. Herzlich willkommen am Freitag auf der Tools for Agile Teams zu meinem Vortrag vom Produktverwalter zum Markt- oder Kundenversteher oder Produktgestalter. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Manuel Mahr. Ich bin agiler Coach, Managementberater bei der Kiguna AG in Wiesbaden. Vor 12 Jahren mal angefangen, mit diesen ersten agilen Methoden, Scrum und Kanban zu arbeiten. Seit 6 Jahren in diesen großen Methoden, Safe, Less und Spotify unterwegs, wenn wir also mit mehreren Teams Produkte bauen. Bin aber selbst auch Produktentwickler und Produzent, so privater PO ein bisschen. Und habe 47 Jahre Lebenserfahrung als Nutzer von Produkten. Und da hat man ja auch so das eine oder andere Feedback zu den Produkten. Und das ist so ein bisschen meine Lebensfrage, die ich mit mir rumtrage. Ja, warum gibt es eigentlich bestimmte Produkte, die erfolgreich sind und unerwartet erfolgreich sind? Und warum gibt es andere Produkte, die vielleicht nicht so erfolgreich sind oder unerwartet nicht erfolgreich sind? Habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, auch große Unternehmen entwickeln ja Produkte und manche davon werden zu Flops. Vielleicht erinnert der eine oder andere sich noch dran. Google Plus, ja, das viel bessere Facebook, technologisch viel besser, von den Möglichkeiten viel besser, wurde mit riesen Tamtam gelauncht 2011. Ja, seit 2019 ist es irgendwie Geschichte. Oder auch hier Pepsi, zweitgrößter Getränkehersteller weltweit, hat mal den Versuch gemacht, warum muss Cola eigentlich immer so braune Flecken auf der Kleidung machen? Wir machen Crystal Pepsi, eine Cola, die aussieht wie Mineralwasser. War eine tolle Idee. Nach Deutschland hat es die gar nicht geschafft, wurde nach einem Jahr nämlich wieder eingestellt. Die Kunden wollten das nicht haben. Pepsi oder Cola muss halt braun oder schwarz sein. Oder das Beispiel Heinz Ketchup. Ja, warum muss Ketchup irgendwie rot sein? Lass uns doch mal grünes Ketchup machen. War auch ein Versuch. Ihr werdet es merken, ihr habt es wahrscheinlich noch nie im Supermarkt gesehen. Ja, war nicht sehr erfolgreich. Ja, und auch das Letzte, was ich euch mitgebracht habe, Segway. Das sind diese Roller, die man mit dem Körpergewicht steuert, die auf Stadttouren mal ganz angesagt waren. Und Polizisten sind ja auch die Innenstädte gefahren, Parkzettel zu kontrollieren. Sie haben es lange probiert, ja, 2001 angefangen, Medienhype gehabt. 2018 wurde Segway an einen chinesischen Investor verkauft. Der hatte noch so ein paar letzte Versuche gemacht. Seit 2020 gibt es Segway nicht mehr, zumindest als neu kaufbares Produkt. Also ihr seht, ein großes Unternehmen zu sein, schützt euch nicht vor Produkten, die vielleicht zu Flops werden. Es gibt aber auch eine andere Seite der Medaille, diese Produkte, die plötzlich über Nacht erfolgreich sind. Hier so ein kleines Lieblingsbeispiel, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt es vielleicht, Invincible Bubble, das sind diese Haarringe, die aussehen wie Telefonschnur und die auch ursprünglich mal aus Telefonschnur entstanden sind und die keine Abdrücke im Haar machen. Entstanden aus einer Partyidee, in dem die Gründerin kein Haargummi hatte, aber eine alte Telefonschnur, das mal ausprobiert hatte, auf eine Party gegangen ist, kam super an. Und mittlerweile ein Unternehmen gegründet hat, was 100 Millionen von den Haargummis produziert hat. Ihr seht auch die Quelle unten. Ich werde bei vielen Dingen in diesem Vortrag euch die Quelle nennen, dass ihr auch wisst, dass es valide Informationen sind und dass ich das mir nicht so über Nacht ausgedacht habe. Ja, also Produkte können so plötzlich durch irgendwas erfolgreich werden. Das Zweite kennt ihr wahrscheinlich auch. Miro, unsere heutige Kollaborationsplattform, nicht auf der Tools for Agile Teams, aber bei vielen anderen Dingen. Ja, kaum ein Workshop oder agile Konferenz ohne Miro. Ich habe mir das angeguckt vor 4 Jahren. Da hieß es noch Realtime Board. Unendlich große Fläche, wo du mit vielen Leuten zusammenarbeiten kannst. Hä? Wir brauchen sowas. Habe ich nicht verstanden. Seit 1,5 Jahren hat es ein bisschen unser Geschäft gerettet. Ja, also Markt hat sich verändert. Plötzlich wurde das Produkt mehr wert und wurde genutzt. Und das Letzte kennt ihr quasi auch. Ich habe auch leicht gelacht. Microsoft hat Microsoft Teams angekündigt vor 5, 6 Jahren als das bessere Skype. Ja. Skype war damals beliebt. Man konnte mit Opa und Oma in Brasilien telefonieren. Was braucht Microsoft sowas? Ja, heute, naja, telefonieren ist ja irgendwie schon out. Man macht eine Teams-Sessions. Das hat sich mittlerweile etabliert mit Kollegen, selbst in der Schule oder im Verein. Ja, Markt hat sich wieder verändert. Produkt war da, obwohl es von Microsoft ist und wurde zum Erfolg. Also irgendwie ein bisschen komisch. Ja, jetzt gibt es aber einen schlauen Menschen, Alberto Saivoja, ehemaliger CTO von Google. Der hat in dem Buch, findet ihr unten,
die Produktformel aus seinen Erfahrungen kreiert. Und er sagt, naja, wenn du mit deinem Produkt erfolgreich sein willst, dann gibt es so verschiedene Parameter. Du musst den richtigen Bedarf des Kunden verstehen, du musst das richtige Produkt haben, der richtige Preis auf dem richtigen Markt mit dem richtigen Kanal. Und wenn du das alles hast und das passt so, dann hast du eine Chance für einen Produkterfolg. Wenn man sich also mal überlegt, ich habe irgendwie ein neues Produkt, ich habe den Bedarf abgecheckt, habe mit Leuten gesprochen, vielleicht kleine Experimente gemacht, habe auch einen Prototyp gebaut, ja, also ich sage, okay, Bedarf zu 80% ungefähr, richtiges Produkt, ja, auch zu 80%. Habe auch schon mal eine Umfrage gemacht, Leute, würdet ihr diesen Preis dafür bezahlen? Habe ich sehr groß die Umfrage gemacht, 90%. Ich habe mir auch Märkte überlegt, mache ich es in Hessen, mache ich es in Deutschland, mache ich es international? Bin ich ganz so viel Zeit reingesteckt, 50% Wahrscheinlichkeit, dass ich da richtig liege. Und habe mir einen richtigen Kanal überlegt, wie bekomme ich das Produkt denn in den Markt? Klingt alles sehr verheißungsvoll. Wenn ich die Formel anwende, die Formel multipliziert die Parameter miteinander, hätte ich eine Chance auf einen Produkterfolg bei diesen Parametern von 23,4%. Nicht so berauschend, ja. Also wir müssen irgendwie da immer dranbleiben und die Parameter besser machen. So, jetzt sind wir ja agil unterwegs, ist ja alles viel besser. Jan hat es ja gesagt, der Product Owner, ja, hat das Produkt im Blick. Für mich haben Product Owner immer nette Produkte, die in so netten Päckchen mit Schleifchen verpackt sind. Ja, und damit er eben weiß, was in dieses Produkt rein soll, wie das Schleifchen aussehen soll, redet er halt ganz viel mit seinen Stakeholdern und mit den Kunden. Also eigentlich, wenn ich so richtig agil arbeite, richtig guten Product Owner habe, sollte ich von den Problemen weniger haben, wie ich eben zeigte. Der Product Owner definiert das Produkt, aber der Produkterfolg wird ja nicht vom Product Owner definiert, sondern wie das Produkt zu dieser Formel passt, die ich euch eben gerade gezeigt habe. Und dann, wenn ich mir das so überlege, habe ich halt hinter dem Produkt so gewisse Wechselwirkungen. Ja, also wenn ich die Bedürfnisse des Kunden nicht verstanden habe oder überhaupt nicht wusste, dass ein Kunde irgendwelche Bedürfnisse hat, dann habe ich ein Produkt halt nicht gebaut. Damit gab es keinen Markt und der Kunde hat es logischerweise auch nicht gekauft und saß mit seinem Bedürfnis alleine zu Hause. Oder andersrum, da ist plötzlich ein Markt, weil jemand den Markt einfach eröffnet hat, also denkt dann so Netflix oder sowas, die haben einfach mal angefangen, einen Markt zu definieren. Dann waren plötzlich Produkte da. Vielleicht haben die Leute über die Produkte erst angefangen, ihre Bedürfnisse zu erkunden. Und plötzlich waren Kunden da. Ja, also das Dumme ist, dass diese Sachen alle Wechselwirkungen haben. Ja, und ich weiß halt immer nicht so genau, wenn ich eine Sache nicht weiß, kommt eine Wechselwirkung von einer anderen Sache oder wenn ich eine Sache denke zu wissen, funktioniert das halt so. Das ist irgendwie so komplex. Ja, sieht man auch in diesem Fall. Ja, die fünfte Komplexität des richtigen Kanals habe ich jetzt euch noch erspart, aber ist in der Formel auch drin. Ja, also eigentlich ein bisschen schwierig, die Sache. Und deshalb gibt es ja den Product Owner. Jetzt bin ich ja in der agilen Beratung schon ein bisschen länger unterwegs und es gibt halt nicht diesen einen Product Owner, es gibt so zwei Typen von Product Owner, die mir so aufgefallen sind, die ich so getroffen habe. Ja, es gibt den Produktverwalter, ist eher so das hier einer, sitzt so auf seinem Stuhlchen, ja, und hat alles im Griff, ja, pflegt seinen Backlog, der redet auch mit Stakeholdern und mit Kunden, zumindest ab und zu, arbeitet mit dem agilen Team auch zusammen, also ist immer bei den Meetings immer da und macht das irgendwie so schön, ja, und hört da auch auf das Feedback und arbeitet in seinen Backlog ein. Ja, aber es ist eher so, ja, so gemächlich. Ja, so macht es halt so, aber so richtig brennen tut er nicht für seine Sache. Ja, deshalb gibt es ja den Produktgestalter. Ja, das ist eher so einer wie der. Ja, also der hat das verstanden mit den Parametern und sagt, Produkt ist ja nur ein Parameter. Ich muss raus, ich muss zu den Kunden, ich muss auf den Markt. Ja, und nur der Markt gibt recht. Also ich messe permanent die Daten und damit kann ich dann bei dieser Produkterfolgsformel sehen, wo ich irgendwie stehe. Ich habe auch kein Problem von Misserfolgen, weil Misserfolg super gesichertes Lernen. Der die Folie gemacht hat, hat es nicht verstanden, sonst könnte man das besser lesen. Und er hinterfragt sich und sein Produkt halt ständig. Ja, hat der Markt sich verändert? Könnte ich was anders machen? Verstehen die Kunden mich noch? Verstehe ich die Kunden? Ja, also ein Kreativer, wie es man da sieht. Ja, der ist richtig unterwegs, also auch selten im Office, vielleicht auch nicht bei jeder Retrospektive dabei. Der kümmert sich halt um die Kunden und ums Produkt. So, und wenn ihr jetzt sagt, ja, und wie geht es jetzt so genau, habe ich euch 5 Hacks. Wenn ihr Produktgestalter werden wollt, habe ich euch 5 Hacks mitgebracht. Das ist so ein bisschen die Quintessenz des Vortrags und die gehen wir jetzt durch. Erstes, Jobs to be done. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, rechts unten das Buch von Clayton M. Christensen, amerikanischer Management-Vordenker, leider letztes Jahr verstorben. Und der tut dieses Thema Bedürfnis ein bisschen anders beleuchten. Na, stellt euch Folgendes vor, ihr seid Hersteller von Bohrmaschinen.
Dann behauptet er natürlich, ja klar, jeder Kunde braucht eine Bohrmaschine. Ja, ich als Kunde habe auch eine Bohrmaschine, aber ich hätte mich nie gerühmt, eine Bohrmaschine zu besitzen. Also Besitzen einer Bohrmaschine, man hat halt eine Bohrmaschine, weil man keine bessere Idee hat, ein Loch in die Wand zu bohren. Wenn es irgendwie andere Möglichkeiten gäbe, Laserschneider oder irgendwie Bohrservice, hätte ich vielleicht keine Bohrmaschine mehr, aber ich habe irgendwie keine bessere Idee. Ja. Und bei Job to be done ist halt genau die Idee, mal hinten beim Kunden reinzugucken, was will der überhaupt? Und da gibt es dieses weltberühmte Milkshake-Dilemma aus dem Buch. Amerikanische Kette, die Milkshakes verkauft hat. Und sie wollten ihr Geschäft steigern und haben dann mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Preisen alles Mögliche rumexperimentiert, aber der Umsatz ist nicht explodiert. Und dann haben sie wirklich mal Beobachter in ihre Filialen geschickt und haben so zwei Patterns festgestellt. Die Leute, die morgens kamen, das waren Leute, die auf dem Weg zur Arbeit, war noch vor Corona. Amerikaner fährt ja auch gern lange zur Arbeit. Die wollten einen Milkshake haben, so als Ersatz vom Frühstück. Ja, zu Hause kein Frühstück gekriegt, fährst da Drive-In vorbei, holst dir einen Milkshake. Anforderung war klar, es soll irgendwie zum Frühstück dienen, also soll irgendwie schmecken, Energie geben, aber ich will nicht lange im Laden bleiben. Ich will nicht diesen Milkshake haben und will eigentlich auf die Arbeit. Ja, und ich benutze es halt nur, weil ich keine andere Möglichkeit habe. War die eine Kundengruppe. Und die andere Kundengruppe, nachmittags, kamen junge Mütter mit ihren Kindern dahin. Und die fanden natürlich toll, Milkshake, und das war so wie bei Starbucks, du kannst es zusammen konfigurieren, ja, und die konntest auch sehen, wie dein Milkshake gebraut wird oder zusammengestellt wird, und die Kinder waren natürlich total fasziniert, ja, und die Mütter fanden es auch toll, dass die Kinder da bespaßt wurden, das heißt, da war die Kreation des Milkshakes, war so ein bisschen das Value, und das durfte auch ein bisschen lang dauern, dass man so gespannt war, dass man seinen Milkshake dann bekam und viel Auswahl hatte, ja, also völlig andere Kundengruppe mit völlig anderen Bedürfnissen. Was haben sie gemacht? Sie haben ihre Karte ein bisschen umgestellt. Also für morgens gab es eher so dieses Milkshake to go, 1, 2, 3 Sorten. Nimm dir eine, geht schnell. Das war um die Kundengruppe der, wir wollen auf der Arbeit ein flüssiges Frühstück haben, abzufrühstücken. Und für nachmittags haben sie diese Milkshake-Erstellung zelebriert. Haben noch einen Counter nebendran, dass es noch länger dauern konnte. Und die Kunden waren total begeistert. Ja, der Job to be done vom Milchshake war nicht ein Milchshake zu haben, sondern Ersatz für ein Frühstück, was schnell gehen soll, oder Erlebnis, dein persönliches Getränk zu haben. Ja, also manchmal müssen wir hinter dieses Thema Bedürfnis gucken, weil Bedürfnis sagt sich immer so einfach, der Kunde hat dieses Bedürfnis und dann hat er vielleicht ein ganz anderes. Zweiter Hack, Airbnb kennt ihr, wieder Buch unten verlinkt. Die beiden Gründer von Airbnb, Brian Chesney und Joe Gebir, hatten ja auch dieses Thema. Da sind Leute, die stellen auf unserer Plattform was ein, ihre Wohnung, die wir dann vermieten und schicken uns irgendwelche Bilder. Aber stimmt es überhaupt? Also schicken die uns überhaupt die richtigen Bilder von ihrer Wohnung? Und ist die so aufgeräumt wie auf den Bildern? Und warum machen die das überhaupt und schicken uns das und wollen überhaupt mit Airbnb? Und da haben sie sich folgenden Hack ausgedacht. Die sagten, ja, wir bieten so einen Heimfotoservice an. Wenn du neu auf Airbnb bist und du weißt vielleicht nicht, welche Fotos du machen sollst, dann kannst du uns anrufen oder elektronisch kontaktieren. Dann kommt ein Fototeam zu dir Hause und hilft dir und macht dir die ersten Bilder und zahlst so eine kleine Provision oder einen kleinen Preis dafür. Und damit sind quasi Brian Chesky und Joe Gebbia inkognito zum Kunden. Die kannte damals ja noch keiner. Und haben dann gesagt, oh, mach ein paar Fotos, zeig mir mal deine Wohnung. Und kam natürlich ganz viel in das Gespräch mit dem Kunden. Ja, warum will der über Airbnb vermieten? Was ist ihm wichtig? Was sind das für Leute, die vermieten? Ja, was für Wohnungen haben die? Ist das gut für unser Geschäft? Also das ist das, was wir im Japanischen so als Gemba Walk, der Unternehmensinhaber oder der Product Owner geht zum Kunden. Hier ist es nur amerikanisch inkognito. Keiner wusste, dass das irgendwie die Gründer sind und dass, wenn jetzt der Kunde jetzt sagt, ja, ich mache Airbnb nur aus diesem Grund, dass es wirklich Gehör findet. Ja, also inkognito wirklich dahin gehen, wo der Kunde ist, wo das Produkt ist. Ja, wahrscheinlich haben sie auch schlechte Erfahrungen gemacht, die stehen jetzt leider in dem Buch nicht drin. Ja, aber wirklich geht dahin, wo die Kunden sind, wo euer Produkt benutzt wird oder benutzt werden soll. So, auch so eine Methode, die sicherlich jeder von euch kennt, AB-Testing. Ja, wenn du nicht so sicher bist, was besser funktioniert oder deine Webseite nicht so gut funktioniert, dann probierst du eine andere Variante aus. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht. IGN ist so ein Spiele-Online-Portal für irgendwelche Konsolenspiele oder auch PC-Spiele, und die haben ganz normale Webseite mit so einer Navigationsleiste und außer den üblichen Kategorien Xbox, PS3, ihr merkt es schon ein bisschen älter, PC, haben die auch eine Kategorie für sonstige Videos. Diese Kategorie ist ziemlich weit hinten und haben dann gemessen, auf diese sonstige Videokategorie klickt irgendwie keiner. Weil man wollte da ein bisschen mehr Attention drauf haben. Vielleicht haben sie da Werbeplätze verkauft, keine Ahnung.
Also total die gute Idee. Naja, die ist ja vorletzte Kategorie. Sieht ja keiner. Wir tun das nach vorne. Also wir tun jetzt die zweite Kategorie, ist jetzt Videos und machen einen AB-Test. Das heißt, ein Teil der Nutzer dieser Webseite sehen eben die alte Variante, von der wir dachten, die ja nicht so gut ist, klickt nicht so viel auf Videos. Und ein anderer Teil sieht die neue Variante. Und dann müssen ja irgendwie mehr Leute sich in diese Videosektion verehren. Ist doch total logisch. Ja, das haben die auch laufen lassen, schön gemessen und probiert. Ja. Und ihr werdet sehen, das Ergebnis war, die zweite Variante war 92,3% schlechter. Weil der Effekt war wahrscheinlich, die Leute, die Videos sehen wollten, wussten das ja, das ist ja bei denen das da hinten irgendwie, ja, und plötzlich haben die den Button nicht mehr gefunden, weil er nicht mehr hinten war, sondern vorne war. Und die Leute, die keine Videos sehen wollten, die nur ihre Xbox-Spiele oder PS3-Spiele sehen, die waren auch nicht davon impressiert, dass dieser Button jetzt vorne ist, weil die wollten sowieso keine Videos sehen. Das heißt, immer wenn ihr eine gute Idee habt, von der ihr denkt, dass sie gut ist, müsst ihr sie ausprobieren, weil der Kunde versteht sie nicht oder will sie vielleicht nicht. Ja, also klassisches AB-Testing, es gibt noch viele andere Überraschungen. Ja, probiert es aus. Ich habe es gesagt, noch viele andere Überraschungen. Hier ein Beispiel von Google. Ich sitze am Logo, also vor 10, 15 Jahren Google. Hat man Kunden befragt? Da gab es ja Google noch nicht so. Da gab es noch Yahoo und Northern Lights, so andere Suchmaschinen. Heute keiner mehr kennt, außer so alten Leuten wie mich. Ja. Wie viele Leute wollt ihr auf der Suchergebnisseite haben? Da haben die Leute gefragt. Zur Auswahl gab es dann 10, 15, 20, 25, 30. Was sagen die Leute? Ja, klar, ich will da nicht so rumscrollen. 30 Suchergebnisse will ich haben. Ja, und dann suche ich mir eins aus und alles wunderbar. Haben die Kunden gesagt, nachdem man sich vor die Wahl gestellt hat, wie viel wollt ihr haben? Die haben dann auch dem Kunden zwar geglaubt, aber gesagt, oh, das wollen wir doch mal validieren. Wir machen auch so ein bisschen AT-Test und haben verschiedene Varianten laufen lassen. Also ein paar Kunden haben so 30 Suchergebnisse gezeigt, ein paar aber auch noch 25, ein paar 20, ein paar 15, ein paar 10. Und haben halt gemessen, wie ist die Verweildauer, wie ist die weitere Klickrate, wie lang bleiben die Kunden auf unserer Seite und sowas. Und das Lustige war, obwohl die Kunden vorher sagten, ja, 30 wollen wir sehen, die erfolgreichste Variante mit gemessenen Daten waren 10. Jetzt wisst ihr auch, warum heutzutage Google 10 Ergebnisse hat. Ja, mag sein, dass es an der Bandbreite lag, dass damals zwar 30 Ergebnisse dargestellt wurden, aber es relativ lang dauerte vom Rendering. Mag sein, dass die kleinere Monitore hatten und nur die ersten 10 angeguckt haben, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber wenn ihr einen Kunden fragt, bekommt ihr eine Antwort, die ist sicherlich auch richtig aus der Meinung des Kunden, aber ähnlich wie beim Bedürfnissen eben, ob das wirklich die richtige Antwort ist, probiert es aus, indem ihr es misst, indem ihr ein Experiment macht. Das, was unsere Produktgestalter ja die ganze Zeit machen. Experimente. Und da nochmal zusammengefasst, ja, also Fragen ist gut, aber besser ist auch noch zu messen und nicht nur zu fragen. So, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Wer mich kennt, weiß ja, klassischer MVP und Eric Ries-Fan. Eric Ries, das blaue Buch, gibt es auch seit mindestens 10 Jahren, mittlerweile auch in Deutsch erhältlich, ja. Und der sagt ja, wenn du eine gute Idee hast, die ein Startup-Cycle, definiere eine Hypothese, was du messen möchtest mit deinem Produkt, also kauft es vielleicht jemand oder wie viel würden die Leute dafür ausgeben, diese Hypothese legst du fest, dann machst du ein Experiment mit möglichst minimalstem Aufwand, aber auf dem echten Markt, das misst du wieder mit Daten. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Daten bestätigen deine Hypothese, herzlichen Glückwunsch, kannst du weitermachen mit deinem Experiment, oder die Daten sprechen eine andere Sprache. Dann solltest du nicht die Hypothese anpassen, wie es viele deutsche Unternehmen machen. Ja, wir waren ja richtig, aber die Hypothese war nicht genau. Dann solltest du halt überlegen, ob deine Hypothese richtig ist, was anderes machen. So, kennt ja jeder, MVP ist ja auch so ein bisschen geflügeltes Wort. Und ich habe euch mal mitgebracht, wie man so mal einen richtig krassen MVP macht. Natürlich in den USA, nicht bei Deutschland. Und zwar wurde ein Designstudio gefragt, wir haben so ein neues Schlüsselbrett. Irgendein Produzent hat ein neues Schlüsselbrett, ihr seht das auf der Folie, kann man noch einen Briefumschlag irgendwie reinstecken und Lichtschalter ist irgendwie integriert, also völlig neues Schlüsselbrett. Haben wir Chance, das zu verkaufen? Hat so eine Designagentur als Auftrag gekriegt. Jetzt haben die natürlich Kunden, hätten sie Kunden befragen können, hätten sie auf den Marktplatz stellen können. Aber wir haben ja eben gelernt, würde jemand wirklich so ein Schlüsselbrett kaufen? Und da haben sie was Geniales gemacht. Die haben überlegt, wo wären denn Leute, die potenziell so ein Schlüsselbrett kaufen können? Ja, auch in Amerika gibt es IKEA. Also haben die eine Verpackung von diesem Schlüsselbrett, und zwar eine Verpackung ohne Inhalt, gebaut. Haben es auch Wallhub, klingt ja so ikeanisch, genannt. Sind in einem IKEA-Store, haben ein leeres Regal gefunden und haben da Wallhub reingestellt, 20 Packungen. Ja, die hatten auch einen Barcode, ja, und haben mal gewartet, was ist passiert.
Also würde ein Kunde, der zufällig bei IKEA unterwegs ist, und das haben sie natürlich dahingestellt, wo die ganzen Mitnahmesachen bei IKEA sind, kurz vor der Kasse, Wallhub mitnehmen und kaufen. Ja, und haben Beobachter dahingestellt und haben Beobachter an die Kassen gestellt, an diese große Kassenreihe bei IKEA. Ja. Und dann haben wirklich Leute aus dem Regal diese Produktverpackung genommen, die wussten ja nicht, dass nichts drin ist, und haben probiert, Wallhub zu kaufen. So, das hat natürlich nicht funktioniert, weil schlauerweise diesen Barcode oder EN-Code, den sie draufgedruckt haben, den gab es natürlich nicht. Das Kassensystem konnte nichts kennen. Ja, und dann gab es Aufruhr an den Kassen, was aber genau das Zeichen für die Leute an den Kassen waren. Ah, wieder einer wollte es kaufen. Und von diesen 20 experimentalen Verpackungen waren in einem Tag wirklich 18 Kunden bereit gewesen, diese Verpackung zu kaufen. Ja, das heißt, die haben für einen anderen Hersteller einen echten Proof gemacht, mit Kunden der Konkurrenz wahrscheinlich, würden die etwas kaufen mit minimalem Aufwand. Das hat jetzt ein bisschen Aufruhr bei IKEA und beim Markt geführt, weil es ja schon sehr trickreich war. Aber sie haben echt validiert, ob Kunden das kaufen würden, weil die haben es ja bis zur Kasse getragen. Also die hätten es ja gekauft, wenn der Barcode quasi scannbar gewesen wäre, ist jetzt kein Schaden gestanden, ja. Also wirklich, wenn ihr MVPs macht, dann macht es richtig, ja, und fragt nicht nur auf dem Marktplatz, hier ist der Flyer, würdest du es kaufen? Macht es wirklich richtig. Ich kann auch jedem, der das Buch schon mal gelesen hat, nochmal empfehlen, es zu lesen. Ja, da steht drin, MVP heißt, teste auf dem echten Markt mit einem echten Produkt oder was, was aussieht wie ein echtes Produkt, und Entwicklungszeit zu 4 Wochen. Ich sehe viele MVPs in deutschen Konzernen, die dauern dann statt 5 Jahren 1 Jahr. Weiß nicht so, ja. Also, Thema Guerilla-MVP. Wenn ihr MVP macht, macht es richtig. Und das macht unser Produktgestalter. Wenn wir schon bei IKEA sind, ist ja bald Wochenende, kleine Hausaufgabe für euch. Es gibt den IKEA-Effekt. Das ist der Wikipedia-Artikel. Ja, könnt ihr dann mal googeln. Da ist auch für Produktmanager eine echte Essenz. Was ist der IKEA-Effekt? Was macht IKEA mit seinen Produkten vielleicht anders, wie ihr mit euren Produkten? Googelt es mal oder Wikipedia das mal. Da stecken Ideen drin. Ja, mache ich jetzt aber nicht, ist Hausaufgabe. So. Nächster Hack, ja, Märkte ändern sich, ja, Geschäftsmodelle ändern sich, und ihr habt es vielleicht mitgekriegt, diese Abo-Wahn, ja, also Spotify, welches Abo hast du, Amazon Music, Abo, Netflix, Abo, also irgendwie alles ist irgendwie Abo, weil Leute wollen keine Produkte mehr besitzen, die wollen Sachen irgendwie konsumieren, und dann abonniere ich es halt, weil wenn ich es ja nicht mehr bräuchte, könnte ich es ja ababonnieren, weiß ich nicht, ob das jemand macht, aber so Abo ist der neue Trend, was Kunden wollen, ja, und selbst die Firma Microsoft, die ja eher traditionell ist, hat auch gesagt, oh, Abo müssen wir auch machen. Also es gibt nicht mehr nur Office zum Kaufen. Ja, Office zum Kaufen gibt es noch. Habe euch unten den Amazon-Link. Wer noch Office kaufen möchte, so wie ich, ihr könnt noch Office kaufen. Aber wenn ihr auf den Webseiten seid, ihr müsst Office irgendwie abonnieren. Ja, oder könnt abonnieren. Und jetzt kommt so der BWLer und der nicht unbedingt Microsoft-Freund in mir hoch und sagt, also 69 € klingt ja klasse pro Jahr. Aber das zahle ich ja pro Jahr. Also wenn ich mein Produkt irgendwie 3,5 Jahre lang nutze, und so ein Office hat man ja wahrscheinlich ein bisschen länger, kauft so einen neuen Rechner im Office drauf, ja. Also wenn ich 4 Jahre lang ein Office nutze in diesem Abo-Modell, wäre es eigentlich schlauer gewesen, es heute bei Amazon zu kaufen. Ja, obwohl natürlich 69 € pro Jahr so unverbindlich klingt. Ja, wenn ihr die Family Edition habt, wo ihr Office 5 Rechner mit 5 Geräten installieren könnt, dann ist es noch ein bisschen krasser. Ja, die klingt irgendwie so 99 € Family, und weil der Preis eben kürzer. Ja, also Microsoft hat sich einfach auf diesen Abo-Trend, die Kunden wollen Abos, eingeschossen, angepasst. Ich habe jetzt nicht die Umsätze im Kopf, aber es funktioniert, weil die Kunden wollen es haben, also Kunden in anderen Branchen wollen es haben, die haben Subscription-Abo verstanden, also bietet Microsoft dieses Produkt. Mal gucken, wann ich als letzter Kunde mein Office nicht mehr kaufen kann, der so schön Office-Schachteln in meinem Büro sammelt. Ja. Spielen wir das noch ein bisschen weiter. Ja, ja, Software-Abo. Nee, es gibt noch viel mehr. Ja, Socken-Abo. Ja, also auch unabhängig von Corona. Manche Leute haben ja keine Lust, einkaufen zu gehen. Aber es gibt so Sachen, die braucht man irgendwie, wie Socken oder Unterhosen oder weiße T-Shirts. Ja, die musst du nicht mehr kaufen. Du gehst zu MySocks und abonnierst die einfach. Dann bekommst du einfach einmal im Monat deine Unterhosen oder weißen T-Shirts oder Socken. Ja, damit wäre dann auch für die Einkaufsmuffel dieser Trend, ich muss einmal im Jahr einkaufen gehen, will ja gar nicht. Nee, musst du nicht mehr. Schließt ein Abo ab, ja, und dann kriegst du das halt alles geschickt. Ja, und kannst dann die Farbe auch mal ändern. Kannst auch, wenn irgendwie Sommer ist, brauchst mehr T-Shirts, kannst die Anzahl ändern. Alles easy. Also Adaption von einem Geschäftsmodell aus einer völlig anderen Branche, jetzt plötzlich bei Textil und Bekleidung. Ja, also und scheint zu funktionieren. Also ich habe da selbst noch nicht abonniert. Ihr wisst ja, ich bin mehr dieser Kauf- und Besitztyp. Aber gibt's, und tolle Sache.
dass man auch diesen Abo-Trend in ganz klassische Unternehmen oder Produkte adaptieren kann. Jetzt habe ich so viel über USA und die ganzen Sachen, die in den USA so toll sind, und Amazon, Netflix und Tesla habe ich heute noch nicht gesagt, auch eine Lieblingsfirma von mir, wo ich keinen Tesla fahre. Es gibt auch in Deutschland echte Produktgestalter, zum Beispiel Eileen Liebig. Kennt ihr wahrscheinlich nicht, kannte ich lange auch nicht, aber Artikel von Gründerszene ist verlinkt. Die war so Event-Organisatorin, also sowas wie eine Tools for Agile Teams, nur früher, also als es noch nicht remote war, und hat für Firmen Events organisiert. Vertriebsveranstaltungen, Messen, Produktpräsentationen, whatever. Ja, ein komplettes Paket für die Firma. Und die kannte natürlich die Kunden relativ gut, weil sie war bei der Organisation dabei, sie war bei den Events dabei und wusste, wenn du auf so ein Event gehst, von Seibert Media oder von jemand anderen, dann geht es ja nicht nur um die Informationen, die du kriegst und ums Leute-Treffen, es geht ja auch ums Essen. Da gibt es ja auch immer was Leckeres zu essen. Deshalb freue ich mich schon, wie Martin gesagt hat, wenn es nächstes Jahr wieder vom neuen Kochteam leckeres Essen gibt. Und bei Online, wie mache ich das mit dem leckeren Essen bei Online? Gibt es ja irgendwie nicht. Ja, und deshalb hat sie die Event-Launchbox erfunden. Ihr seht es rechts, relativ hochwertig, ihr seht es auch am Preis, und hat Unternehmen angeboten, und zwar den Unternehmen, für die sie vorher die analogen Events gemacht hat. Hey, wenn ihr digitale Events macht, ich kümmere mich um das Catering mit diesen Boxen. Ja, ich frage ab, ob Leute Vegetarier sind oder nicht, und schicke diese Boxen. Und dann habt ihr, auch wenn ihr virtuell zu Hause sitzt, trotzdem so ein bisschen kulinarisches Event. Ja, und ihre Kunden waren total begeistert. Ihr seht es an der Schlagzeile. Ja, also alle bestehenden Kunden haben gesagt, jawohl, wir sind online, wir wollen das bei dir machen, haben diese Boxen bestellt. Und sie hat da innerhalb relativ kurzer Zeit viele Millionen umgesetzt mit diesen Boxen. Ja, die war mit ihrer Produktidee zum richtigen Zeitpunkt da. Es gab eigentlich keinen Markt dafür, den hat sie aber erschaffen, weil sie verstanden hat, was die Kunden eigentlich wollen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich werde mir zu Weihnachten, glaube ich, so eine Box mal gönnen. Kann man auch einzeln bestellen. Ja, also eine echte Produktgestalterin aus Deutschland, die einfach diese Patterns, die ich euch näher bringen wollte, ja, genutzt hat und sogar erfolgreich genutzt hat. Ja. Und ich habe es jetzt hier nochmal zusammengefasst. Ja, also wenn ihr erfolgreiche Produkte verkaufen wollt, Erfolg haben wollt als Product Owner oder Produktmanager, dann müsst ihr halt Gestalter, Produktgestalter und Kundenversteher sein, statt nur der Verwalter, Backlog-Verwalter. Ja, ihr kennt die Produktformel, ihr wisst, das hängt alles miteinander zusammen. Eine Änderung auf dem Markt und das tollste Produkt funktioniert vielleicht nicht mehr. Oder eine Änderung im Bedürfnis des Kunden und ein Produkt, was bisher so nicht gut ging, wird plötzlich total gehypt. Ja, wir sprechen dann auch von diesem Outside-In-Denken, also denkt immer vom Markt und vom Kunden Richtung Produkt und nicht, ich definiere ein Produkt, der Markt wird schon kaufen, und experimentiert. Ja, und ich meine, wie viele Experimente jetzt in den letzten anderthalb Jahren gemacht wurden, muss ich euch nicht sagen. Man konnte vorher auch schon Experimente machen und man kann auch später, falls unsere Corona-Dynamik etwas abeckt, auch später kann man Experimente machen. Weil Experimente, ihr seht es unten, ja, ein Misserfolg ist nicht, ein früher Misserfolg ist einfach gesichertes Wissen. Total super. Ja, denkt jetzt an Pepsi und die Sachen, die ich für euch fragte. Späte Misserfolge kosten euch viel Geld. Kleine Misserfolge am Anfang ersparen euch viel Geld. Mit dem Geld könnt ihr sinnvolle Dinge machen. Ja. Und das Letzte finde ich auch nochmal schön, auch ein bisschen zu dem passenden Vortrag von der Keynote von heute Morgen. Ein Produktgestalter wird nur am Produkterfolg gemessen, also an der Zufriedenheit des Kunden, am Umsatz des Kunden und nicht an internen KPIs, wie ihr irgendwie so kennt, wie viele Storypoints ein agiles Team umgesetzt hat oder wie toll ein Produkt wurde, was aber halt leider auf dem Markt nicht funktioniert. Also der Produktgestalter, der ist dem Markt und dem Kunden verpflichtet, ja, er sollte mit seinem Stakeholder reden, mit seinem agilen Team, alles klar, aber über den Erfolg entscheidet nicht der Stakeholder und nicht das agile Team, sondern entscheiden andere Metriken, nämlich die in der Produktformel. Ja, und da haben wir halt ein paar Varianten drin, die sich ständig ändern und die wir nicht jederzeit beeinflussen können. Und deshalb dann mein Fazit, ja, werde auch du Produktgestalter, also gerade als PO. Ja, werde Produktgestalter. Und wenn ihr noch ein paar mehr Beispiele und noch ein paar mehr Hacks lesen wollt, habe ich hier noch die erweiterte Bücherliste. Ja, alles Bücher aus den letzten 2 Jahren, wo unglaublich viel Wissen drin steht, dass ihr als Produktgestalter wirklich erfolgreich sein könnt und wirklich diese Formel versteht. Und je besser ihr die Formel versteht, desto besser versteht ihr die Kunden und desto erfolgreicher sind eure Produkte. Das war mein kurzes Potpourri zum Thema Produktgestalter mit den 5 Hacks. Vielleicht war ja für den einen oder anderen von euch auch was dabei, was ihr mal ausprobieren möchtet. Vielen Dank und ich bin mal auf die Fragen gespannt. Ja, vielen Dank, Manuel. Toller Vortrag. Also ich glaube, es ist ein super Start in unseren heutigen ersten Tag.
sehr, sehr spannend. Auch für mich als PO, ich meine, auch guilty, ne? Also man erwischt sich selber. Also ich glaube, da kann sich keiner von frei machen, dass man manchmal auch schon mal zum Verwalter mutiert vom Gestalter weg. Und dann haben wir auch hier im Chat gelesen. Also es gibt jetzt keine wirklich konkrete Frage an dich, außer was glaubst du denn, was eine Fähigkeit von Produktmanagern in der Zeit der Disruption und auch in der Zeit von Corona ist? Weil da kommt man ja nicht so schnell nach draußen. Das wäre vielleicht so eine Frage, die wir mal besprechen könnten. Aber ansonsten bedanken sich Leute schon mal sehr über deinen Input. Und ich muss ehrlich sagen, diese IKEA-Sache habe ich noch nicht vorher gehört. Das ist absolut spannend. Ja, also cool. die Quelle ist ja drin. Ich glaube, es war die Süddeutsche. Den Artikel gibt es wirklich. Ja. Mhm. Ich hatte es auch lange nicht. Habe es aber dann mal gedacht und es ist halt super. Ne? Also total. Testen an Produkte. Ja. Und vielleicht auch die Frage mit den Fähigkeiten. Ich tue mir jetzt so ein bisschen schwer, weil wir sind ja viel so methodenmäßig unterwegs. Ja, und jetzt kann man ja sagen, naja, agil sind ja sowieso irgendwie alle und jetzt kommt Design Thinking noch dazu und es kommt dann irgendwie noch DevOps dazu und was es da so alles gibt. Und ich tue mir da so ein bisschen schwer, weil es gab ja auch früher schon Leute, die irgendwie gut mit Kunden konnten und die irgendwie so ein Gespür hatten. Also es fing ja mit Henry Ford schon an, dass der mal gesagt hat, ja, Automobil will irgendwie keiner haben, ich baue trotzdem Automobile, weil einer muss ja mal anfangen. Ja. Und ich sag mal, so dieses Trauen und dieses Händchen irgendwie am Kunden, am Markt, und das ist jetzt weniger eine Eigenschaft, die man durch irgendwie eine Schulung lernt, sondern ich sage jetzt mal so ein bisschen Talent und einfach Trauen. Ja, also wie mit diesem IKEA. Dings. Ich meine, es hätte ja auch schief gehen können, aber irgendjemand ist halt dahin und hat die leeren Boxen dahingestellt. Ja? Ja, und das ist, glaube ich, eher so eine persönliche Eigenschaft. Ja? Die muss man halt haben oder sich aneignen im Sinne von lernen, wie wir ja alle lernen können. Ja, du musst aber auch den Mut haben und du musst halt, je nach was das für ein Produkt ist, auch halt das Backing haben von oben quasi. Ja. Also es gibt natürlich Produkte, wie so eine, ich sag mal so, eine Schachtel mit einem Lichtschalter in die Kehle zu packen, ist natürlich auch deutlich wohlwollender, um das zu machen, als wenn ich jetzt ein Softwareprodukt baue, was vielleicht, keine Ahnung, für Enterprise-Kunden spannend ist. Das ist natürlich nochmal eine andere Kiste. Aber ich glaube, der Punkt ist natürlich klar, den du da machst. Also es gibt halt sehr, sehr spannend. Richtig cool. Ich gucke jetzt mal noch, ob es noch eine Frage... Ah, es gibt doch noch eine Frage. Warte mal ganz kurz. Der Michael hat noch eine Frage an dich. Und zwar, bedeutet für dich Produkte gestalten auch gleich Business-Agilität? Wie würdest du mit Hardware-Produkten umgehen, die nicht einfach angepasst werden können, sondern eine längere Entwicklung brauchen? Das ist eigentlich das Gleiche, was ich gerade schon gesagt habe mit der Enterprise-Geschichte. Ne? Also, hast du da eine Idee? Also wir haben es ja gestern in dem Vortrag gehört, wo es ja war ja eine Keynote gestern, ja. Das Beispiel, auf das ich immer verweise, weil ich kenne dieses Pattern, bei Hardware geht das alles ja nicht oder bei Enterprise geht das ja alles nicht. Gerade zum Thema Hardware haben wir letztes Jahr auf der Tools for Agile Teams einen Vortrag zu Tesla gemacht, weil Tesla ist in der Lage, Produktupdates in Hardware relativ schnell zu machen, wo die deutschen Autobauer jahrelang behauptet haben, es geht nicht. Also da vielleicht mal nach dem Talk vom letzten Mal gucken. Und ich glaube, der Fehler, der drin steckt, ist der Fehler von heute Morgen. Wir denken, wenn wir Produkte haben, müssen wir die effizient produzieren. Ja, möglichst billig, möglichst preiswert. Und das widerspricht halt diesem Experimentieren. Weil Experimente heißt Fehler machen, Wissen aufbauen, was wertvoll ist, das ist aber nicht billig. Ja? Und da muss man, glaube ich, über diese Klippe springen. Und für mich ist Business Agilität eigentlich ein gesetztes Thema. Also wenn du dir anguckst, heute erfolgreiche Firmen sind alles ja Plattformmodelle. Also das ist ja mehr als nur, oder Apple auch, die verkaufen nicht nur iPhones, die verkaufen ja ein Ökosystem, das sind alles viel größere Modelle. Ist für mich eigentlich ein gesetzter Trend. Die Frage ist halt, läuft man als Firma diesem Trend schon mit? Oder gibt ja auch andere Beispiele von Firmen, die Trends vielleicht verpasst haben. Jetzt nicht sowas wie Kodak oder Nokia nennen, ne? Oder vielleicht nur so eine Idee. Eine letzte Frage noch von Markus. Und zwar fragt der Markus, ist auch vielleicht ein deutsches Thema, ist Datenschutz nicht eine Hürde für neue Produkte in Deutschland? Ja, also definitiv ist es. Und ich stelle immer, wenn Datenschutz so hochgehalten in Unternehmen, und ich bin grundsätzlich für Datenschutz, also bitte nicht falsch verstehen, ich bin grundsätzlich für Datenschutz, ja, aber was ist der Wert eines hohen Datenschutzes im Vergleich zu den Nachteilen für einen Kunden? Also ihr habt das ja mittlerweile schon mal mitgekriegt, wenn ihr irgendwie euch autorisiert, ja, müsst ihr im Callcenter da irgendwie 5 Angaben machen, weil ihr mal eine kurze Frage habt, die überhaupt nicht datenschutzrelevant ist. Aber die Compliance sagt halt, jeder Kunde muss sich autorisieren. Also Datenschutz ist ein deutsches Thema, ich challenge das gerne. Also wie viel Datenschutz kann ich meinem Kunden zumuten und das Produkt ist immer noch benutzbar? Ja, und da hat man häufig so eine Meinung, Datenschutz muss sein, aber denkt dran, ihr seid auch Kunden. Wann habt ihr euch letztes Mal über Datenschutz geärgert? Und nehmt das mal als Anhang, vielleicht mal ein bisschen weniger Datenschutz zu denken. Nicht abschaffen, aber so ein bisschen weniger, ein bisschen Pragmatismus an der einen oder anderen Stelle. Ja, das ist, glaube ich, ein schmaler Grad, aber ich verstehe, was du meinst. Ich fühle da mit dir quasi.
Cool. Auch im Blick auf die Zeit würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Es war ein erster spannender Beitrag in unserem heutigen Tag. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und machen dann weiter mit einem neuen Beitrag. Und zwar geht es darum, wie man innerhalb von 3 Monaten zum Produkterfolg kommt. Wir freuen uns. Bis gleich. Ciao.